Herzlich willkommen, meine Freunde, zur vierten Episode von Klose's Road to DFB. Und heute werden mal, oder wird es nur einen Neuzugang geben. Lasst euch überraschen, wer das sein wird. Nochmal danke an alle, die Vorschläge hatten für ein paar Ideen, ja, wie man denn an mehr Coins kommen sollte und ja, für neue Regeln, sagen wir es mal so. Und ich habe mich jetzt für 3 feste Regeln entschieden und ja, die werden jetzt auch nicht geändert und es kommen auch keine neuen mehr dazu, sonst wird das Ganze zu unübersichtlich. Hier erstmal, ja, 14.000 Coins haben wir jetzt schon mal bekommen und ich habe einen Fehler gemacht in der letzten Episode. Wir bekommen ja eigentlich 2.000 Münzen pro Tor, weil wir ja gesagt haben, pro Liga gibt es 1.000 Coins mehr und deswegen, ja, wird es jetzt ab heute losgehen, 2.000 Coins pro Tor. Das ist halt auch schon die erste Regel. Die zweite natürlich, wenn Klose einen Hattrick erzielt, bekommen wir 10.000 Münzen und bei einem Man of the Match, also wenn Klose ja, Spieler des Tages wird, bekommen wir dann auch nochmal 5.000 Coins dazu. Wir gucken jetzt nochmal kurz, wie viele Tore Klose hat. 6 Spiele, 15 Tore, 3 Torvorlagen, ist doch eine ganz gute Bilanz, aber da geht natürlich noch einiges, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt kurz mal, ja, in die Spielersuche und werden uns den ersten Transfer hier nochmal holen. Unser erster und einziger Neuzugang für heute wird sein Mats Hummels. Oh, sogar 19 Verträge, 99 Fitness, da schnappen wir natürlich direkt zu. Wartet mal, ja, doch. Dann hat er noch hier den Chemistry Style Backbone, also wir haben alles richtig gemacht. 2 Verteidigen mehr, 2 Kopfball mehr und 2-mal passen, ist doch in Ordnung. Ja, Freunde, wir brauchen auf jeden Fall eine Teamfitness, deswegen haben wir uns jetzt eine für 1.500 Münzen geholt. Ich weiß, es ist ein bisschen Luxus, aber wir werden uns ja bald ein Fitness-Team noch machen und dann denke ich mir mal, oder es wird auf jeden Fall die einzige Fitnesskarte sein, die wir hier gekauft haben. Hoffe ich doch mal. Und ja, von dem Geld können wir dann natürlich dann, also von dem Restgeld können wir dann in der nächsten Episode natürlich noch ein paar deutsche Spieler kaufen. Und ja, Verträge brauchen wir ebenfalls. Ich denke, das sollte erstmal reichen mit den Verträgen. Mehr brauchen wir jetzt nicht. Wir haben 3 Stück gekauft. Ja, unser Fitness-Team sieht jetzt also so aus. Wir haben schon mal 2 Innenverteidiger, und zwar Ginter und Höwedes, weil die ja jetzt erstmal nicht mehr in unserer Stammelf sind. Da haben wir ja jetzt den Hummels und den Boateng. Und aber ja, ich finde, das Fitness-Team wird, denke ich, auch richtig gut. Und ja, so sieht es jetzt aus. Ich würde sagen, wir gehen ins erste Spiel, lasst uns den ersten Gegner suchen und da kann man dann ja die Fitness einsparen, ne? Ah, perfekt, jetzt haben wir auch hier den Gegner. Sind wir mal gespannt drauf, ob er wieder so ein starkes Team haben wird, so wie der in der letzten Episode. Der hat uns ja auf jeden Fall überrascht und jetzt bin ich echt mal gespannt. So, nein! Oh, 66 Chemie, aber er hat Navas, Keylor Navas. Man of the Match, David Luiz, PSG-Version, Vidic, Dante, Fernandinho, Lampard, der jetzt bei City ist, Manchester City, aber nur ausgeliehen für ein halbes Jahr und dann spielt er bei New York, ne? Und ja, hat gar nicht mal so schlechte Spieler, aber halt schlechte Chemie. Zack, weiter gespielt, Khedira, kann er erst mit links, ja, aber trotzdem kein Tor. Miro ist durch, das muss ein Tor sein, aber es wird doch eins sein. Oh, Glück gehabt. Was für ein Finesse. 2.000 Münzen, also hier oben drauf. Miro mit dem ersten Tor, 16. Spielminute. Muss man ja sagen, schöner Finesse, rein in den Winkel. So gehört sich das. Oh, danke. Danke, Rode darf auch mal. Nein. Oh, scheiße. Rode. Der hat so einen katastrophalen Schuss, Freunde. Jetzt ohne Spaß. Und das lag nicht nur an dieser Situation. Rode, oh nein, Rode. Der kann nicht schießen, aber passen. Schöne Tor, 2:0, schönes Zusammenspiel mal wieder, ja, spitzenmäßig würde ich sagen, das Team lässt sich auf jeden Fall spielen und okay, es ist Liga 9, muss man ja auch mal sagen, also es ist ja noch nicht irgendwie jetzt Liga 1 oder Liga 2, aber trotzdem 2:0, man darf sich freuen. Sehr schön, schöne Lupf, oh, der wäre schön, aber da nochmal der Nachschuss von Sydney Sam. Erst Keylor Navas, gar nicht mal schlecht gehalten. Aber natürlich Sydney Sam mit der Nummer 2. Ja, sehr realistisch, die Nummer 2 hier. Sydney Sam. Also realistisch meine ich die Nummer 2. Ne, bei Sydney Sam. Oh, 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 Klose, hau ihn rein. Jawohl. 4:0. Und da fällt mir gerade noch die Regel ein, die ich ganz vergessen habe. Ja, pro Rage Quit gibt es natürlich auch 10.000 Münzen. Aber es gab halt leider nur einen, glaube ich, in der ganzen
in den ganzen Episoden. Die geben nicht auf, die sind hartnäckig. Aber Klose hat das wieder sehr schön gemacht. Klose läuft einfach durch. Klose läuft durch. Schuss und Tor. Ja, okay. Sollte man bei Klose natürlich da, oder da sollte man aufpassen, Freunde. Er hat jetzt also auch seinen Hattrick erzielt. Alles gut. Oder er will uns wieder ein bisschen ärgern. Nee, er gibt auf. Und nochmal 10.000 Münzen. Aber Klose nicht Man of the Match. Das wäre es ja noch. Das wäre ja die Krönung. Das heißt, Klose erstmal wegen den drei Toren 6.000 Münzen. Dann noch wegen dem Hattrick 16.000 und Rage Quit 26.000 Coins. Hier in einem Spiel. Ich glaube es nicht. Also, die Coins gehen auf jeden Fall nach oben. Und ich weiß auch nicht. Wir steigen, glaube ich, auch bald auf. Ja. Können das heute leider nicht mehr schaffen, aber dann in der nächsten Episode können wir es klar machen. So, Khedira braucht also einen Vertrag, ja, den bekommt er natürlich, so wie er spielt, alles perfekt, also das Team ist schon eigentlich richtig, richtig perfekt, es gibt da gar keine Verbesserung, ja, natürlich gibt es da noch Verbesserung, aber wer nicht so viele Coins hat, kann einfach mit so einem Team, kann einfach zerstören, okay, es ist Liga 9, Freunde, das muss man natürlich auch nochmal anmerken, dass wir in den unteren Ligen noch uns befinden. Aber ansonsten läuft das doch ganz gut. Und ich denke mir mal, so sollte es auch weitergehen. Ah, da sind wir wieder. Ein neuer Tag beginnt. Und ja, die EA-Server oder so waren gestern irgendwie auf einmal weg. Keine Ahnung, was da war. Aber jetzt sollte es eigentlich hoffentlich weitergehen. Wir müssen natürlich hier unser zweites Spiel noch spielen. 26.000 Münzen, wie gesagt, haben wir bereits. Und das ist doch auf jeden Fall eine stolze Summe. Mal gucken kurz nochmal, ob alle gute Fitness haben. Ja, natürlich. Und dann würde ich sagen, geht's los in das zweite Spiel. Gegner gefunden. Oh, er hat auch wieder Lyon-Trikots. Alter, ich feiere diese Lyon-Trikots. Insgesamt, die haben einfach immer jedes Jahr wirklich was Neues und was Geiles an sich, keine Ahnung. 96 Chemie und scheint natürlich auch ein Franzose zu sein. Lacazette, Caballé, Matuidi, Bedimo links, Nkoulou, Marquinhos, Aurier und Siriju. Ja, gar nicht mal schlecht. Wird auf jeden Fall jetzt ein bisschen ernster hier. So, komm, Köpfchen weg. Oh mein Gott. Was war das denn? Oh mein Gott. Geil. Ja, okay, das Tor war nicht schlecht. Ja, die Verbindung ist katastrophal mal wieder. Zeigt mir das nochmal, das will ich nochmal sehen. Ja, schaut euch das an. Das geht schon die ganze Zeit so, aber es soll jetzt keine Ausrede sein. Hier, oh mein Gott. Weidenfeller, den. Ach. Lange Ecke, was soll's. Schürlitz sie durch. Ja, jetzt wieder hier über die Flanken. Da sind wir doch gefährlich. Und da ist Klose und macht das 1:1 sauber. So wollen wir das hier doch sehen, Freunde. Und habe ich euch eigentlich schon gesagt, habe ich euch das schon erzählt, dass ich bald so ein Special-Video mache, halt, wo ich meine ganzen Trikots zeige. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Irgendwann kommt das Video. Klose jetzt hier erstmal 1:1. Oh, ja, nein, Boateng, was machst du da eigentlich? Ja, das war mein Fehler, ich weiß, Freunde. Ey, durch sowas profitiert man. Ich glaube es einfach nicht. Noch unsere Außenverteidiger sind so scheiße, ich schwör's euch. Das ist der Schwachpunkt, ja. Jung, Schmelzer, ihr kommt nie hinterher. Jedes Laufduell verlieren die. Ja, wir werden hier zerstört, Freunde. Wir werden hier einfach zerstört. Der Typ ist echt... Der Typ ist unnormal gut. Unnormal. Muss man ja auch mal sagen. Ja, der lässt mir so gut wie keine Chance. Jetzt mal ehrlich. Ihr könnt die Statistik sehen, Freunde. Keine Ahnung, Mann. Ist ja nur ein Spiel, Freunde. Einfach positiv sehen. Er ist gut, er macht einfach die Tore. Und vielleicht wird es ja noch in der zweiten Hälfte. Oder es wird eine richtige Klatsche geben. Wer weiß. Freunde, wer weiß. Ich habe schon ein bisschen Angst. Aber wir werden natürlich alles tun. Kommen jetzt einfach Doppelpass. Draxler schießt. Schießt. Freie Bahn. Und da ist das 2:4. 47. Minute. Es geht doch. Komm. Das wird noch was. Oder es kann noch was werden, Freunde. Jetzt sind natürlich wieder Hoffnungen da.
4:2. Ja, sehr schön. Schöle. Zack, nochmal Schöle hoch. Schöle, bitte, bitte, bitte. Jawohl. 3:4. 53. Minute. Es geht doch. Einfach positiv rangehen. Und dann funktioniert das doch alles. Komm, wir haben noch genug Zeit hier. Das einfach riskieren. Oh mein Gott, was? Ja, guckt euch das an. Das war schon wieder richtig krank von ihm gemacht. Mein Spieler weicht einfach so zurück. Keine Ahnung, aber... Ja, sehr offensiv und dann halt der Konter. Danke. Jetzt nochmal. Klose. Ja. Das wird nichts mehr, Freunde. Aber egal. Wir sind nochmal zurückgekommen. Muss man uns auch mal jetzt hier anerkennen. Klose mit dem Tor. Ja, vielleicht können wir den Ball nochmal irgendwie nach vorne kriegen. Nein, wir passen nochmal zu dem Gegner. Kein Foul. Jetzt nochmal nach vorne vielleicht. Aber der Schiri pfeift eh ab. Das ist FIFA. Das ist FIFA. Und ja, vorbei. Ist das Ganze. Ja, ist es ein bisschen ja, ärgerlich vielleicht, aber vom Ding her, wir sind nochmal zurückgekommen. Wir hätten den dummen Fehler mit Boateng nicht machen müssen und dann wäre es alles nicht passiert, aber so ist das, Freunde, so ist das. Erste Niederlage, es fühlt sich schon scheiße an, aber kann man nichts machen. Das heißt, in der nächsten Episode könnten wir dann den Ausstieg klar machen, wenn wir zweimal gewinnen oder nicht. Klose ist nochmal Man of the Match geworden. ja, ich weiß nicht, ob er trotzdem was bekommen soll. Ja, doch, doch. Wir bekommen noch die Coins oben drauf. Am Ende, ja, schaut euch die Statistik nochmal an. Haben wir halt wirklich gedrückt. Aber wie gesagt, zweite Hälfte waren wir besser, erste Hälfte war er besser. Und so, ja, formt man dann ein Ergebnis. Also mit, ja, 4 Punkten dann. Wären wir also in der nächsten Episode dann aufgestiegen. Mal gucken, ob wir das dann schaffen. Ach, ich sehe das jetzt nicht so negativ, aber ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Aber okay, so ist das Ganze. Heute Abend natürlich dann noch, ja, dritte Liga. Hansa gegen Kiel, Freunde. Guckt euch die Bilanz an. Ist doch noch okay, Freunde, ist doch noch okay. Auch wenn es jetzt da, auch wenn da jetzt schon eine 1 hinten ist. Aber was soll's. Wie oft sage ich das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben jetzt ein paar Coins und eure, jetzt seid ihr wieder gefragt, wenn ihr irgendwie Teams habt oder so, also für mein Fitness-Team, schaut es, ich zeige euch das nochmal, dann könnt ihr euch das in Ruhe anschauen, mit Hövedes und Ginter, da ist er, genau. Wenn ihr da ein paar Ideen habt, das ist jetzt, also es müssen jetzt keine teuren sein. Diese Spieler haben wir schon, also diese Spieler hier, es sollten möglichst dann natürlich andere sein. Vielleicht ein Kroos oder so, der könnte dann sogar in unserer Stammelf vielleicht sogar dann rein. Müssen wir mal gucken. Ihr könnt natürlich auch dann eure Wunschspieler in die Kommentare schreiben. Ich werde dann in der nächsten Episode dann mal richtig einkaufen, Freunde. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute, wie gesagt, auch dritte Liga. Vielleicht der eine oder andere Fan noch dabei. Dresden und so spielt ihr auch. Kann ja sein. Und ja, dann soll's das gewesen sein. Natürlich haben wir eigentlich gar nicht mal so schlecht gespielt heute wieder. Aber es sollte nicht sein. Ist auch kein Beinbruch, Freunde. Das können wir dann natürlich in der nächsten Episode wieder ändern. Ja, jetzt wollen wir nochmal schauen, wie viele Tore Klose insgesamt hat. 8 Spiele, 20 Tore und 4 Torvorlagen. Ich meine, das ist schon ein richtig, richtig geiler Wert. Und ja, Freunde, so gehen wir jetzt auch zum Ende hin. Okay, mein Deutsch ist natürlich, oder mein Satzbau ist natürlich wieder hier optimal. Naja, das soll es jetzt gewesen sein. Macht's gut, schreibt eure Wunschspieler in die Kommentare und dann würde ich sagen, zum Beispiel auch ein Erik Durm oder so könnte man hier reinpacken. Und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.